Aber jetzt geht's wieder, oder wie? Hallo, Layana. So, wir gehen mal hier durch. Da waren wir noch nicht. Schau mal eben. Moment mal. Ne, sieht gut aus. Okay. Vielleicht hat sich der Twitch einfach nur kurz verschluckt. Lag bestimmt an Twitch. Aber sowas von. Es ist nie meine Schuld. Ah, schönstes Wetter jetzt. Ein bisschen zieht's, aber... Okay. Verdammt. Da hat er unseren Plan hat er gerochen, der Papa Bär. Ah, ich würde ihn so gern schießen jetzt. Ich würde den so gern schießen. Aber ich habe keine Flugmöglichkeit. Das ist das Problem. Ich habe keine Flugmöglichkeit, dass ich ihn schießen kann. Wir könnten hier hochmarschieren, könnten ihn anschießen. Dann muss er außen rumlaufen. Währenddessen laufen wir wieder runter. Vielleicht machen wir es so. Ich ziehe schon mal das Gewehr. Das geht so in die Hose, wie immer. Wir schießen von oben. Oh, jetzt hat er mich offenbar entdeckt. Wo ist er denn? Da unten ist er. Kann er hier hochklettern? Das ist die Frage. Okay, er kann hier hochklettern. Ja! Mit zwei Schüssen. Oh mein Gott. Und wir haben jetzt ziemlich viel zu essen. Uiuiui. Durchatmen. 39 Kilo Essen haben wir. Nehmen erstmal die Haut und die Därme mit. Uiuiui. Okay, ich muss zugeben, da war auch ein bisschen Glück mit dabei. Ein kleines bisschen Glück war mit dabei. Und dann müssen wir aber in einer extra Tour, müssen wir nochmal hier hochmarschieren. Hilft alles nichts. Kann ich mir das merken? Also unten war die Siedlung und dann einfach hier den Weg nochmal hoch. 39 Kilo Fleisch. Da könnte man fast... Ne, wir gehen jetzt unten noch plündern. Dann machen wir eine extra Tour. Da unten ist der Container. Dann machen wir eine extra Tour und holen wirklich nur das Fleisch. I might have to drop some gear. Oh mein Gott. Das war jetzt aber schon ganz schön knapp. Ah, da hat er seine Bärenhöhle hier. Tja. Aber eine kleine Höhle. Da friert er doch. Also jetzt nicht mehr, aber... Ne? Eieiei. Haben wir den... Zwei Schüssen, ich bin ja immer noch begeistert. Meine letzte Aktion mit einem Bären. Da hatte ich auch Glück. Da habe ich einen Bug ausgenutzt, weil der Bär sich festgebackt hat. Ich habe ihn dann einfach erschossen. Da gab es dann auch Beschwerden vom Chat. Aber das hier, das war jetzt echt richtig überlebensmäßig, haben wir den gelegt. Da kann sich jetzt niemand mehr beschweren. Spitzenpfirsiche. Das Holz können wir mitnehmen. Metallschott können wir noch eine Pfeilspitze basteln. Stellt euch mal vor, wir hätten den Bären mit Pfeil und Bogen schießen müssen. Das hätte nie im Leben geklappt. Wir haben hier oben eine Jeans. Naja, ein bisschen Stoff bringt die auch. Okay, war jetzt nicht so viel mit dabei. Wir gehen nach unten. Vielleicht gehen wir sogar gleich nochmal hoch. Wahrscheinlich müssen wir sowieso zweimal hochlaufen für das ganze Fleisch. Aber wir sind schon sehr müde jetzt. Ich würde fast abwarten bis zum nächsten Morgen. Dann können wir jetzt noch etwas lernen. Was machen wir denn mit dem ganzen Essen, Mensch? So, da unten sehe ich eine Hütte. Ach, jetzt sind wir... Ah, wir sind ja jetzt wieder da, wo wir zu Anfangs hochgelaufen sind. Stimmt. Ah, wir sind ja dann links gegangen, weil der Bär rechts war. Der Bär war rechts. Und dann, ja, hat er uns doch noch erwischt. Der kleine, kleine Schmuddelbär. Können wir denn aus dem einzelnen Bärenfell jetzt schon was machen? Den Schlafsack brauchen wir nicht. Einen... Bärenfellmantel, da brauchen wir auch zwei. Haben wir nur
Ja, wir brauchen auf alle Fälle zwei Bären. Verdammt. Aber wir brauchen keinen besseren Schlafsack und wir brauchen auch keinen besseren Mantel eigentlich. Was hat der denn für Werte? 6, 5, 80, 18. 6, 5, 80, 18. Okay, der ist ganz gut, aber der wiegt wahrscheinlich auch um einiges mehr. Der wiegt 5 Kilo, wiegt der. Und unserer wiegt gerade mal 1,5 Kilo. Ne, das ist mir nicht wert. Dann werden wir den, die Felle zwar trocknen, aber wir werden uns daraus nichts basteln. Das ist ja überhaupt nicht verhältnismäßig, wenn wir da einfach... Na gut, auf der anderen Seite, ich meine, die industriell hergestellten Sachen sind halt mittlerweile auch schon besser als die blanken Tierfelle. So, jemand hat uns Wasser hier abgestellt. Vielen Dank an den Postboten. Aber wir legen es trotzdem mal zum Trocknen ab. Macht sich ja auch ganz gut, wenn man so einen Bärenvorläufer hat. Dann den Metallschrott können wir schon mal hier ablegen. Den anderen Sachen. Da basteln wir uns bestimmt noch das ein oder andere. Ansonsten, oh, wir haben ja auch die Hasen noch. Die Hasen müssen wir ja noch häuten. Stimmt. Dann machen wir das gleich. Gibt es auch nochmal 1 Kilo Fleisch. Wer soll denn das alles essen? Wir schauen mal, ob die Fäustlinge besser sind als unsere Fließfäustlinge. Was haben wir denn hier? 2, 2, 50, 5, 5. Wir haben hier mit 74 2, 2, 2, 2, 50 und 50 bei Wasser. 2, 2, 50, 5, 5. What? 2, 2, 50, 5, 5. Okay, die werden auf alle Fälle gut. 0,1 Gewicht und die haben 1 Kilo auch wieder. Oh Mann. Das ist auch nicht fair, oder? Das. Oh, Kadaver zerlegen, Stufe 2. Was haben wir denn zusätzlich gelernt? 10% schnelleres Fleisch zerlegen. Das kommt uns jetzt zugute, wenn wir den dicken Bären dann zerlegen. Also wir legen mal das Fell ab. Fels ist nun mal schwer. Ja, aber so schwer. Ich meine, das ist schon echt Wahnsinn. Dann haben wir hier, schon gegartes Fleisch. Dann legen wir hier einfach mal das Ungegarte ab. Dann haben wir noch ein Hundefutter. Das gibt es heute Abend vorm zu Bett gehen. Weil wir auch noch draußen ein bisschen was Kaputtes haben. Das müssen wir zuerst essen. Da müsste noch irgendwas liegen. Sardinen müssen wir noch essen. Den schimmligen Schokoriegel. Okay. Das sind die Sachen, die wir noch essen müssen. Und die Sachen können wir ablegen. Dann machen wir uns schon mal marschfertig. Eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, dass ich die schimmligen Sachen alle unten hinlege, weil die hier oben ja auch über die Zeit dann immer schimmliger werden. Außerdem habe ich jetzt hier schon fast keinen Platz mehr für das Essen. Unser Regal quillt schon über. Wir haben halt auch keine Kunden, die uns das alles abkaufen. So, wir haben noch Klamotten gefunden. Wir machen uns einigermaßen leicht, wenn wir dann hochgehen, damit wir ganz viel mitnehmen können. Ich schaue mir mal das an. Da gibt es auch jetzt so eine Möglichkeit, dass man die irgendwie komplett zerlegt in so handliche Pakete. Das probieren wir mal, dass wir die dann so mitnehmen können. So, Gewehrmunition können wir noch nachladen, denke ich mal. Da füllen wir ab.
lasse auch das ganze Holzzeug lassen wir auch alles da. Wieso sind wir denn noch so schwer? Wegen dem Essen und wegen dem Trinken. Wir haben ja immer noch 4 Liter hier mit dabei. Wird ja auch noch lernen, Mensch. Die Sonne geht schon fast unter. Also Holz ablegen. Und die Stöcke können wir auch noch ablegen. Hallo, Mac Stegi. Das können wir ablegen. Den Holzscheit. Ich habe ja doch noch Papier mitgenommen, logischerweise. Also alles andere, jetzt sind wir bei 21 Kilo, das reicht erstmal. Da müssen wir zweimal gehen, denke ich mal. 40 Kilo, schon ziemlich viel Übergewicht. Können wir hier vielleicht noch ein bisschen was ablegen. Aber das ist nicht viel an Essen, was wir hier haben. Wir könnten Gewehr und das Zeug, das lassen wir auch hier. Wir gehen volles Risiko. Wir lassen Gewehr hier. Gewehr und Bogen. Lassen alles hier. Die Fackel brauchen wir doch auch nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Wir lassen alles hier, was wir momentan nicht benötigen, damit wir ganz, ganz viel mitnehmen können. Bis dann, Lasingo, viel Spaß beim Fußball. Schauen, wer spielt denn überhaupt? Ist da nicht Halbfinale jetzt oder so? Ich glaube schon. So. Wir haben überhaupt keine Schmerzmittel dabei. Wenn wir uns den Fuß verknacksen, das wäre schlecht. Wir haben ja doch Schmerzmittel. Hä? Ah. Komisch. Naja. Also, dann haben wir die Sachen. Das werden wir noch vertilgen jetzt. Und das sieht gut aus. Okay. 13 Kilo haben wir jetzt. Also, wir werden was essen. Und hoffen einfach mal, dass wir nochmal Glück haben, wie vorhin. Wenn wir nicht Glück haben, müssen wir gleich schlafen. Aber offenbar sieht es noch gut aus. Können wir noch ein bisschen lernen jetzt. Haben wir jetzt alles einfach rein. Weil wir es ja haben. Oh, sind wir schon so müde. Dann können wir gar nicht mehr so lange lernen. Haben wir nochmal eine Dose bekommen. Können wir bald irgendwie Dosenwerfen machen. Ah, wir sind schon sehr müde jetzt. Ich hole mir trotzdem nochmal unser Überleben in freier Natur und schaue nochmal eine Stunde oder so rein. Eine Stunde machen wir. Da geht nochmal eine Stunde. Ah, es wird schon ein bisschen dunkel. Wir probieren es nochmal. Eine halbe Stunde? Dreiviertel Stunde? Stunde! Perfekt. Und jetzt ist es zu dunkel. Gut. Haben wir was vergessen? Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Wir müssen nicht mehr machen. Wir haben jetzt 12 Kilo. Morgen trinkt man nochmal ein bisschen was. Super. Und dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass jetzt schönes Wetter ist. Und dann holen wir uns den Bären. Beziehungsweise fein sein Fleisch. Sind wir schon fit? Das reicht. Draußen ist auch einigermaßen ruhig. Ich höre nicht viel. Kann natürlich sein, dass jetzt... Ah, ich nehme das Gewehr doch mit. Ganz ehrlich, wenn jetzt irgendwo Wölfe, dann... Wir haben ja auch Fleisch mit dabei. Das ist mir zu risikoreich. Wir nehmen das Gewehr mit, dann sind wir bei 15 Kilo. Vielleicht können wir es trotzdem alles mitnehmen. Wir warten ein bisschen. Jetzt haben wir hier genau das gleiche Problem wie in Pleasant Valley. Das gibt's ja nicht. Was? Den Bären kann ich mit Hasenfleisch füllen und ab auf den Grill. Den Bären füllen, der wird jetzt fachmännisch zerlegt.
wird nicht mehr gefüllt. Also wir probieren mal ein bisschen zu. Es ist zu dunkel. Noch. Dann schlafen wir nochmal eine Stunde, dann müsste es eigentlich hell sein. Entweder ist es immer noch Sturm oder wir lernen noch ein bisschen. Hört sich an, als wäre immer noch Sturm. Also wir lernen eine Stunde. Wir haben ja auch noch ein bisschen was. Auch. Hallo, Krautsauer! Vorher den Hasen mit Fisch füllen. Eieiei. Wir haben ja auch noch Wolfsfleisch. Oh, haben wir das Buch jetzt schon gelernt? Komplett? Ah. Haben wir schon komplett durch jetzt. Und offenbar ist draußen der Sturm vorbei. Das heißt, das Buch können wir hier ablegen. Ah, das läuft. Wieso laufe ich eigentlich immer vorne raus? Wir können ja hinten auch raus. Wir haben jetzt 15 Kilo. Das ist okay. 15 Kilo plus 40 waren es, oder? Ja, 40 Kilo hatte der Bär an Fleisch. So, Wölfe sind nicht da bisher. Aber mit 55 Kilo hier runter marschieren, das denke ich mal, wird ziemlich ziemlich schwierig. Ja, bis dann. CK2 kommt demnächst. Krautsauer. Da habe ich schon was geplant. Keine Sorge. Und dann hoffe ich, dass du auch mit dabei bist. Mit 55 Kilo können wir, denke ich mal, nicht mehr großartig rummarschieren. Oh, das ist gar nicht so weit. Da müssen wir jetzt hier nur um die Ecke hoch. Und zum Zerlegen ist die Temperatur auch perfekt. Wir brauchen kein großartig Feuer machen. Er wird zwar jetzt schon gefroren sein, der Kadaver, aber hey, macht überhaupt nichts. Was machen wir denn mit dem ganzen Essen? Mann, oh Mann, oh Mann. Super Krautsauer, Mensch. Freue ich mich. Was? Wieder TK-Fleisch? Was ist denn? Was ist denn TK-Fleisch? Richtig blöd wäre jetzt, wenn der zweite Bär schon gespawnt wäre. Und uns hier überrascht. Fleisch. Ach so. So, da oben liegt er noch. Die ersten Krähenfedern liegen auch schon da. Die nehmen wir natürlich mit. So, Papa Bär. Ja. Dann werden wir dich mal anpacken. Jetzt muss ich mal schauen, da gab es doch eine Option hier. Wir können den jetzt so zerlegen. Irgendwie. Aber wir können es auch so machen. Menge zum Zerlegen wählen. Und ich Kadaver vierteln. Dann tun wir mal vierteln. 2 Stunden 400 Kalorien. Aber wenn man hier komplett jetzt zerlegen. Oh. Okay. Gut. So ein Bärenkadaver zu zerlegen braucht einfach seine Zeit. Ne? Das muss man auch gewissenhaft machen. Für 39 Kilo, wenn wir die zerlegen, bräuchte man 11 Stunden und 42 Minuten. Das habe ich gar nicht einkalkuliert. Und 2300 Kalorien verbrauchen wir. Aber wir können den jetzt vierteln. Und dann schauen wir mal, was dann passiert. Bin mir jetzt nicht sicher. 2 Stunden brauchen wir da nur. Muss ja auch irgendeinen Nachteil haben. Aber vielleicht einfach nur transportfertig abtransportieren. Und die Viertel, die müssen wir dann wahrscheinlich nochmal irgendwie aufbereiten. Oh, die mehr als 50% gefroren sind, können wir nicht vierteln. Dann müssen wir doch ein Feuer machen. Direkt daneben. Haben wir den Holz mit dabei? Es geht ja schon wieder gut los. Wir haben natürlich kein Holz jetzt hier mit dabei. Wir müssten zuerst mal Holz sammeln.
bisschen Holz sammeln. Eventuell können wir drinnen in dem Container, vielleicht können wir da noch was zerlegen. Weil hier gibt es nur Stöcke. Wir brauchen da jetzt schon ordentlich Feuer, damit wir den Kadaver, wir hätten das gleich machen sollen. Als wir den erlegt haben, da hätte man den gleich vierteln müssen. Und dann wären die Pakete hier einfach rumgelegen. Und dann könnten wir die jetzt schön aufsammeln. Oh, da ist noch ein großer Ast. Dann nehmen wir den mit. Sind ja immer nur 5 Minuten jetzt hier. Bei den kleinen. Und vielleicht bekommen wir da... Normalerweise müsste das gehen, wenn wir das Feuer direkt daneben hinbauen. 45 Minuten für den Ast. Uiuiui. Jetzt doch ein bisschen länger hier. Wenn wir das Feuer direkt daneben hinlegen, dann müsste der Kadaver wieder auftauen. Gut, ich nehme auch noch mit. Ja, das reicht locker. Das reicht ja für 10 Stunden irgendwie Feuer. Na gut, vielleicht nicht für 10 Stunden, aber schon für 5 Stunden mindestens. Ich könnte noch was essen, aber wenn ich das jetzt esse, mit 41, habe ich bestimmt Magenweh. Gut. Das wäre so typisch gewesen. Die ganze Zeit fresse ich den alten kaputten Schmand und es passiert nichts. Und hier draußen. I need to find food. Ja, du hast doch gerade was gegessen. Ach, naja. Okay. Also wir machen da oben jetzt ein schönes Feuer. Gott sei Dank ist es auch gar nicht kalt jetzt. Heißt, wir machen das direkt in der Prärie. Perfektes Wetter jetzt. Also wenn es solches Wetter hat jetzt hier, dann macht das Erkunden richtig Spaß. So, können wir hier... Natürlich nicht. So, Papa Bär, dann heizen wir dir mal eben ein hier. Machen wir einfach hier daneben. So. Rohrkolben haben wir. Wir haben auch noch das Zunderbündel. 70% haben wir auch noch. Gut. Klappt das schon. Ich glaube, ich habe noch nie geviertelt. Ich habe einmal, glaube ich, habe es irgendwie mal aktiviert oder so, aber dann habe ich nicht mehr aufgepasst, was das überhaupt macht. Es wären dann irgendwie so schwarze Säcke oder so. Und die müssen wir, denke ich mal, dann auch wieder komplett herrichten. Aber die können wir ja so als Lager erstmal liegen lassen. Also bei uns unten liegen lassen. Rein damit. Dann schauen wir mal. 92%. Jetzt müssen wir halt warten, bis er hier runter friert. Können wir hier oben, brauchen wir da überhaupt noch? Wir können hier oben noch ein bisschen kartografieren. Ich habe keine Kohle mit dabei. Naja. Dann gehen wir Federn sammeln. Und zwar exakt eine. 87, das geht ganz schnell. Ich gehe mal hier hoch. Ob wir hier... Oh Mann. Stimmt, da oben war auch noch ein Wolf. Gut, dass ich das Gewehr mitgenommen habe. Natürlich kommt er hier runter und will uns unseren Bären wegnehmen. Bleib oben. Bleib oben. Sieht so aus, als bleibt er oben. Yep, verzieht sich wieder. Also ich gehe davon aus, dass da oben nicht mehr viel ist. Da müssen wir nicht mehr hoch. Wie viel haben wir denn hier? 55 Grad, das ist ja wie eine Sauna schon fast. Wunderbar. Wo gehen wir denn als nächstes hin? Wenn wir hier alles runtertransportiert haben. Dann würde ich sagen, entweder wir gehen erstmal hier entlang, den Hütten hier runter. Wir gehen erstmal hier entlang und suchen dort den Ausgang. Hier unten musste irgendwo ein Ausgang sein. Richtung, entweder zerbröckelnde Schnellstraße oder Ort der Trostlosigkeit. Oh, die haben ja hier oben noch das Stumpfestal, das ist ja auch ein neues Gebiet. Offenbar über Milton kommt man da rein.
War ich auch noch nicht. Könnten wir uns auch anschauen. Dass wir erst vielleicht hier runter marschieren. Hier mal uns ein bisschen umschauen. Und wenn wir dann noch leben, wieder zurück über Rätselsee. Oh Gott, das dauert noch ewig. Na gut, ich mache keine Pläne. Ich weiß ja eh, wie schnell es geht. Wenn man dann auf einmal gestorben ist. Jetzt müsste noch der Schnee schmelzen um das Lagerfeuer. Wäre schön. Aber dann würde uns das komplette Feuer hier zerbrechen, weil unten der Boden weg wäre. Das wäre noch ein bisschen realistischer, ne?